Und damit heiße ich euch ganz recht herzlich willkommen zu der ersten Folge Mein Bufti kann, unserem neuen Format. Dabei werden unsere Buftis in verschiedenen Team-Challenges miteinander und gegeneinander antreten, die wir ihnen gegeben haben. Da könnt ihr auch gerne in den Kommentaren ein paar Challenges uns vorschlagen, welche die beiden annehmen sollen. Die erste Challenge gegeneinander der beiden ist ein Kochduell. Dabei haben sie, wie ihr vor mir seht, verschiedene Zutaten zur Verfügung und müssen daraus ein Rezept kochen. Das Rezept, was sie kochen sollen, hoffentlich, sind knusprige Avocado-Streifen mit Sesamsoße und Smashed Potatoes. Sesamsoße? Sweet Chili-Soße. Beide wissen das Rezept natürlich nicht, wie schon erwähnt, und deswegen sind wir sehr gespannt, was die beiden daraus machen werden. Und damit würde ich sagen, lasst die Spiele beginnen und ganz viel Spaß. So, dann kommt einmal ganz kurz her, meine lieben Beinschützlinge. Gibt noch zwei, drei kleine Regeln für euch. Am besten, ihr stellt euch mal nebeneinander, dann kann ich nämlich besser zeigen, das Ganze. Hier vor mir, vor euch, vor uns, wie auch immer, seht ihr Zutaten. Wir haben hier beispielsweise Eier, Tomaten, Kartoffeln, Ketchup, Olivenöl, Paniermehl, Wein wollte ich gerade sagen, Weizenmehl, Zucker, Backpapier, Thymian, Avocados. Ihr habt gleich 60 Minuten Zeit, aus diesen wunderschönen Zutaten ein Rezept uns zusammenzustellen. Beziehungsweise nicht zusammenzustellen, sondern ihr müsst erraten, was wir kochen. Was ihr am Ende daraus macht, ist euch überlassen. Ihr habt die Möglichkeit, nach 10 Minuten Tipps zu bekommen. Insgesamt 4 Tipps könnt ihr erhalten. Dafür müsst ihr aber kleine Spielchen absolvieren für diese Tipps. Soll ja nicht langweilig werden hier. Ja, habt ihr Fragen dazu? Oder fühlt ihr euch bereit, jetzt hier zu kochen? Ihr seht super motiviert aus. Na, dann würde ich sagen, auf die Plätzchen, fertig, los. Es wär nett gewesen, wenn wir vorher irgendwie eine Einweisung bekommen hätten, wo was ist. Wir haben auch keine Einweisung. Keine Ahnung, was da. Dürfen wir auch Sachen benutzen, die hier unten noch drinstehen? Alles benutzen. Achso, aber nicht ein Zutat. Achso, sonst hätte ich jetzt hier so Secret-Streusel noch rausgeholt einfach. Okay. Was soll ich denn mit Paniermehl? Hast du eine Pfanne gefunden? Große. Gar nichts gefunden. Ah! Was mach ich denn? Was ist das denn? Alle? Alle? Was soll ich mit Paniermehl? Soll ich die Avocado frittieren? Was soll ich mit dem Thymian hier? Ja. Ich weiß noch nicht mal, was ich machen soll. Bin jetzt schon überfragt. Boah, doch, ich weiß, was ich mache. Achso, darf ich dich ganz kurz... Mach mal weiter nebenbei. Ja, ja. Sag Multitasking. Erklär mir doch mal, Fabio, was ist gerade dein erster Gedanke bei den ganzen Zutaten, die du jetzt hier hast? Was ist dein Vorgehen jetzt? Willst du es mir in den Mund reinhalten? Ja, gerne. Mein erster Gedanke ist, was ich mit diesem Berg an Kartoffeln hier machen soll. Aber weiß nicht, ich kann dir eine schenken. Dankeschön. Und bei dir, Merle, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein erster Gedanke jetzt hier? Ich sehe schon, du bist fleißig am Abwaschen. Was ist deine Intention jetzt weiter hier? Ich frage mich, was ich mit dem Paniermehl soll. Jetzt Sachen panieren. Klingt auf jeden Fall spannend bei dem. Gibt's Müll? Wisst ihr, wo Müll ist? Müll ist hier. Ben, fang! Stark, 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 Fabio. Ach Gottchen. Okay. Fabio, hast du noch eine zweite Pfanne? Soll ich dir jetzt helfen oder soll ich dir nicht helfen? Ich helfe dir nicht. Ich wüsste aber, wo die Pfannen sind. Ich gebe dir einen Tipp, guck mal, was auf den Schränken draufsteht. Oh. Hättet ihr uns nicht einfach ein verficktes Rezept geben können? Guck mal, möchtest du noch so eine schöne Aufnahme von dieser Avocado haben? Oh, wunderschön. Was ist denn eigentlich, wenn ich mich heute schneide und verletze? Arbeitsunfall. Ich bin hier. Dann haben wir da erste Hilfe. Digga, dieses Messer ist wirklich für Kinder, die nichts können. Vielleicht hast du es deswegen.
Fabio. Was denn? Willst du heute ein bisschen Stress mit mir anfangen? Und wie sieht's aus, ihr Lieben? Frag sie doch mal. Möchtet ihr einen Tipp? Ja. Wollt ihr einen Tipp? Dann gebe ich euch jetzt jeweils beiden ein Post-it und ein Stiftchen. Wie macht man das? Und dann kommt gleich eine Schätzfrage für euch. Wer am nächsten von euch beiden dran ist, erhält den Tipp. So einfach geht das Ganze. Und unsere erste Frage ist, eine Schätzfrage, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja. Wie hoch ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln in Deutschland? Tick, tack, tick, tack, tack. Pro Person. Im Jahr? Ja. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Seid ihr euch hier sicher mit dem, was ihr abgegeben habt? Ja. Dann wurden gerade einmal die beiden Ergebnisse gefilmt. In Kilo, oder? In Kilo, ja. Richtig. Der Fabio hat 30 Kilogramm angegeben, Merle ist mit 330 Kilogramm, also 300 Kilo drüber. Und die tatsächliche Antwort ist 56,1 Kilogramm. Gewonnen. Also damit, Fabio, das ist dein Tipp. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ah. Und ja, frohes Schaffen weiterhin. Oha, mein Tipp war richtig. Also meine Idee vorher war richtig, wie ich es machen möchte. Das Ehrlich? Ist der Tipp. Ja, ja. Ich hatte schon diese Idee hier hatte ich. Ich sag's jetzt nicht laut. Wenn ich jetzt wüsste, wie man Kartoffeln macht. Was ist dein bester Anmachspruch, den du bekommen hast oder selber geben würdest? Hau mal raus. Nee, ja. Digga. Nee. Die Leute wollen dich auch ein bisschen kennen. Nein. Nein, stell mir eine andere Frage. Okay. Was bei mir? Willst du jetzt einen Anmachspruch von mir hören? Ja, was wäre dein bester Anmachspruch? Hm. Tick-tack, tick-tack. Tick-tack, tick-tack, Digga. Du überforderst mich. Sieht gut aus. Ja. Machst du toll. Ja. Ansonsten bei dir so Kochen, Backen, wie steht's da so? Gut. Hört man mich überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Ist die Frage, möchtest du wieder ein Mikro haben? Mich muss man ja nicht hören, die ganze Zeit. Okay. Ich bin ja quasi eigentlich auch nur das Model hier. Quasi. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg, ich schaff das. Dankeschön. Ich melde mich gleich nochmal. Den müsstet ihr jetzt filmen. Merle Fabio, erzählt mal, ihr seid ja jetzt bald ein ganzes Jahr jetzt Buftis gewesen und wir sind ja in der ersten Folge Mein Bufti kann. Was macht man als Bufti eigentlich? Vielleicht für die Schülis da draußen, die selber nicht wissen, was macht der Bufti überhaupt? Wo also findet man euch? Was sind eure Aufgabentätigkeiten? Ich komme mal zu dir, Merle, weil du hast ja da kein Mikro. Achso, ich soll so reden. Alles Mögliche. Du bist quasi Mädchenjunge für alles. Du hilfst im Unterricht, du begleitest Wandertage, du machst das Nachschreiben. Da wirst du Leute leider Gottes auch beim Spicken, relativ oft. Also quasi wie so eine Nanny fürs Schulwesen, so ein bisschen. Ja. Quasi genau. Erwischst du die Leute, die du damals selbst, was du damals selbst gemacht hast? Ich habe nicht so oft gespielt. Ach so, warte, du. Nicht so oft heißt nicht nie. Ich habe sehr selten gespielt. Möchtest du mal einen Namen droppen von einem Lehrer, der es nicht bemerkt hat? Das wollen wir jetzt nicht machen, wir droppen keine Namen. Und Fabio, was hast du dazu noch zu ergänzen? Ich würde sagen, ich bin Profi im Blätterstempeln. Blätterstempeln, das stimmt ja für die Abi-Klausuren. Ja. Sowas erwartet die beiden auch. Mhm. Und komm, du Bufti ist natürlich auch ist ein sehr spaßiger Job. Ja, zum Beispiel. Aber ich hoffe, dass meine Stempel dir ja viel Glück gebracht haben. Sie haben mir sehr viel Glück gebracht, vor allem in der Bio-Klausur, die von Merle kam. Und seid ihr zufrieden mit dem, was ihr machen dürft? Habt ihr euch was anders vorgestellt? Was würdet ihr anders machen, wenn ihr es anders machen könntet? Ja. Ehrlich gesagt, dich in eine Kochshow stecken. Ja. Dankeschön. Okay, okay, okay. Der Tipp hat mir absolut nichts gebracht. Ich hatte... Also, du hattest genau die Idee? Nein, ich hatte nicht genau die Idee, aber das, wo ich eine Idee hatte, das muss auch so gemacht werden. Das andere mache ich halt anders als in dem Rezept, deswegen. Aha. Ja. Wann kriegen wir eigentlich den nächsten Tipp? In 3 Minuten. Du meinst, wann kriege ich den nächsten Tipp? Fabio, fang jetzt mal keinen Stress mit mir an. Ich glaube, gleich fliegen Messer. Es dauert ja sonst ewig bei diesem Kochfeld, da.
So, ihr Lieben, ihr habt ab jetzt noch 40 Minuten und da will ich noch ganz schnell fragen, wie ist der Stand der Dinge? Liegt er gut in der Zeit? Also Fabio hat ja sein Statement schon gerade dazu abgegeben. Und wie sieht es bei dir aus, Merle? Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich mache noch irgendwas. Alles klar. Dann seid ihr sicherlich bereit für den nächsten Tipp, oder? Ja. Würde ich mal sagen. Also, ihr Lieben, ihr bekommt gleich, solltet ihr gewinnen, ein Rezept. Dieses Rezept, dafür muss ich mal mein schlaues Handy rausholen, weil leider kann ich mir das nicht auf die Schnelle merken, ist übersetzt. Also der Rezeptschritt ist übersetzt. Zunächst von Deutsch in Italienisch, von Italienisch auf Schwedisch, von Schwedisch auf Partusch, von Partusch auf Guarati, dann auf mal Maltesisch, Ukrainisch, Albanisch, Rumänisch, Vietnamesisch, Norwegisch, Latein, Hawaiisch, Türkisch und dann wieder auf Deutsch. Also wird das tatsächlich sehr lustig, was dann da steht. Eure Aufgabe ist jetzt, ihr habt, wenn Lisa euch den Einruf gibt, 30 Sekunden Zeit, den höchsten Zuckerturm aus diesen wunderschönen Zuckerwürfeln hier vor mir zu bauen. Oha. Das heißt, wäre cool, wenn ihr kurz herkommen könntet und eure Arbeit unterbrechen könntet. Und dann würde ich sagen, ihr schaut auf Lisa und wenn Lisa euch den Einstieg gibt, dann geht's auch schon los. Ich nehme euch mal das hier weg, bevor mir das einer noch... Los! Gib mir doch meinen Zucker. Dürfen wir den anderen noch umschubsen? Nein, Digga. Der ist vorbei. Wie lange muss er stehen? Na, bis zum Ende, oder? Habe ich gewonnen an der Stelle. Also ich würde tatsächlich sagen, das ist ja ein ganz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen hier an der Stelle. Also da hat der Fabio wirklich ganz, ganz knapp an der Stelle gewonnen. Würde ich dann an der Stelle mal meinen zweiten Tipp nehmen. Das ist ein wunderschöner Tipp. Und dann schauen wir mal drauf, was die Übersetzung mal sagt. Okay. Interessant. Es erklärt mir nur den Schritt, den ich auch auf dem Bild sehe. Aber ich lese ihn dir nicht vor, weil dann, glaube ich, könntest du trotzdem ahnen. Kann ich mir das Bild auch anschauen? Nee, du kannst dir gar nichts angucken. Das sind meine Tipps. Das sind meine Tipps. Ja, ich habe die Packung irgendwie ein bisschen falsch aufgemacht, aber... Ist auch eine sehr tiefgründige Frage, auch für die Zuschauer da draußen. Ist Ketchup, also passend, weil wir ja den gerade auf dem Tisch haben, eigentlich ein Tomatensmoothie? Weil das ist ja fast wie, wenn man Mangos zusammenklatscht. Würdest du sagen, das ist valid, wenn man das so bezeichnet? Mit sehr viel Zucker, ja. Fabio, was ist deine Meinung dazu, zu dem Ganzen? Würdest du dieses wunderschöne Konstrukt hier als Tomatensmoothie bezeichnen? Wollen wir mal gucken einfach? Das beantwortet jetzt nicht meine Frage. Doch. Hast du eigentlich Zeitdruck? Mm-mm. Zeitdruck ist ein gutes Stichwort. Halbzeit. Ihr habt noch eine halbe Stunde. Mittag jetzt. Ihr habt noch eine halbe Stunde. Halbzeit. Ihr habt eine halbe Stunde ab jetzt noch. Was ist gerade dein Rezept? Was machst, was kochst du jetzt, bevor du jetzt hier gleich einen Tipp hoffentlich bekommst? Einen Salat zu machen und die Kartoffeln da einfach mit reinzuhauen. Das ist ein gutes Rezept. Dann gehen wir mal zu Fabio und fragen ihn. Also du hast ja ein eigenes Mikrofon, ich muss ja nur zu dir rüberkommen. Ich soll jetzt wirklich sagen, was mein Plan ist. Es gibt, ja. Sagt ihr doch dann auch, was mein Plan ist, oder nicht? Wenn ich dir jetzt sage... Ist denn einer von euch beiden im Backofen? Nee. Also ich nicht. Okay. Möchtest du es trotzdem erklären, was du machst? Weil die Zuschauer, da ist vielleicht nicht so ganz ersichtlich, was hier dein Plan ist. Vielleicht kochst du ja trotzdem am Rezept vorbei. Achso, stimmt, der hat ja ein eigenes Mikro. Jetzt, ich mache auf jeden Fall Kartoffeln, sieht man ja. Die werden dann irgendwie noch gebraten vielleicht. Und dann
Mache ich. Ich denke mal, was in eine Bowl-Richtung. Ja, ja. Und zwar unsere Frage ist, wie viel Gramm Zucker steckt in so einem kleinen Zuckerwürfel hier? Anschlüsse und so, das können wir auf jeden Fall ganz gut. Mhm. Soll ich euch nochmal hier so, guck mal hier, so ist ein Zuckerwürfel, siehst du, guck. Das ist mega an Überleitungen, wirklich, wollte ich dir mal sagen. Guck mal, Fabio, damit du dir den auch nochmal vor Augen fühlen kannst, willst du ihn anfassen, halten, wiegen, musst du mal ein bisschen fühlen. Also fürs Gewichtsverständnis, kannst du den vielleicht kurz essen? Kann ich auch essen, ist kein Problem. Und wie schmeckt's? Ist extrem süß. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Scheiße. Das ist die Energie, die ich jetzt brauchte. Mal, wie viel Gramm? Kein Problem, du kannst sie behalten. Okay. Warum steht denn jetzt diese Packung da? Möchtest du jetzt eigentlich was hinschreiben? Ja, ja. Sie hat da auch noch nichts, oder? Tick, tack. Gebt euch noch so 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Und ihr seid fertig? So, möchtest du noch einen Close-up kurz von Fabio sein Film? Und das ist ja tatsächlich, ihr seid ja wirklich nah, nah. Fabio hat 11 Gramm aufgeschrieben, Merle 10 Gramm. Die Lösung für das Ganze, ihr seid beide ein bisschen weiter weg, sind 3 Gramm. Herzlichen Glückwunsch, Merle. Dein Tipp für dich, dein Mikro. Na, bringt's dir was? Ja? 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 Ist okay, ist okay, ist okay. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, ja, ja. Oh, oh. Und bei dir so, Fabio? Was? Lieblingsessen? Nee, deine Schuhgröße. 46. Auch dein Lieblingsessen, bitte. 46, nein. Also, wenn ich es aufwendig mag, aber ist jetzt kein Tipp für jeden. Schon mal so eine Pizza im Ofen, ne? Ja, so eine Tiefkühlpizza ist nicht das Einfachste. Nee, Burger. Burger, das findest du schon anspruchsvoll? Ich habe nicht gesagt, dass ich es anspruchsvoll finde. Also Burger sind lecker so. Okay. Oh, Merle ist auch hier. Und da habe ich noch eine kleine Frage. Ihr habt jetzt übrigens auch noch 25 Minuten. Ich will euch ja keinen Stress machen und so. Was wollt ihr eigentlich nach dem Abitur machen? Ich meine, jetzt macht man Buffi, da hat man so ein Jahr ein bisschen Ruhe. Da kann man sich so ein bisschen selber finden. Und wo verschlägt es euch dann hin? Seid ihr dann immer noch hier? Oder bei Netrunner-Kasse, bei Meckes zwischendrin? Wo findet man euch? Einer von euch darf gerne anfangen, ich muss aber ein hier. Lehramt? Was studierst du? Welche Fächer? Musik, Bio. Oh, das hört sich gut an. Und bei dir so? Selbstfinden. Selbstfinden, immer noch? Ja. Hast du noch nicht selbst gefunden? Nee, dauert ein bisschen. Gut, das braucht seine Zeit, ne? Ja. Mach mal kein Auge. Ich will nur was. Den Ketchup. Okay, ihr seid gerade so entspannt. Seid ihr bereit für den letzten Tipp für euch? Also, wenn ihr den natürlich gewinnt. Wir sind ernsthaft schon 50 Minuten um. Eventuell. Unsere Frage an euch ist, wann wurde der erste Elektroherd vorgestellt? Din, 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 das war dann wahrscheinlich din, auch das Modell da. Din, 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 din. Ich habe die Antwort vergessen. Ja, interessante Antwort. Bei wem? Bei dir. Oh. Wir haben einmal bei Fabio 1914 und bei Merle 1904. Ihr passt euch immer sehr gut an. Die Antwort lautet, der erste Elektroherd wurde 1893 vorgestellt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Merle. Du hast 5 Minuten mehr Zeit als dein Gegner. Ja. Toll. Mega. Fabio? Ja? Möchtest du mal an dem Fännchen riechen? Warum? Was hat dich gerade dazu ermutigt? So kriegt man die Leute los. In Ketchup das Ganze jetzt anzubraten. Es sieht halt auch ein bisschen rappig aus. Das wird noch. Lass dich überraschen. Aber was war deine Mission damit? Geschmack. Okay, wir sind gespannt, wir sind gespannt. Ich kann das alles nicht mehr, bitte rettet mich. Hier, guck mal, Kindchen. Ach, nein.
Uiuiui, sind die kross. Nee, ich mach noch kurz Pause, bis... damit es ein bisschen dramatischer wird am Ende. So, Fabio, für die Spannung. Du hast jetzt ab jetzt noch genau eine Minute. Ja. Und ich weiche dir jetzt nicht von deiner Seite. Okay. Ja, sieht sehr interessant bei dir aus. Und, das heißt, interessant klingt jetzt nicht so gut. Nee, also sieht gut aus. Freut mich. Glaubst du, du hast das Rezept gut gemeistert? Naja, ich habe halt... Das dauert so lange. Ich habe was abgeändert, sagen wir es mal so. Das sieht doch... Möchtest du eigentlich auch, also, möchte ja jetzt nicht einreden, aber möchtest du vielleicht die Pfannen ausmachen, weil, also, sonst verbrennt das hier noch. Okay. Wenn wir die Kolibri abfackeln, achso, dann, gut gemeinter Tipp von Oma, Pfannen von der benutzten Fläche runter. Nee, das kann noch ein bisschen nachziehen. Okay. Hat die Oma noch nicht gesagt. Tick, tack, tick, tack. 9. Muss es dann da drüben 8, 7, 6, 4, 3. 2, 1, bing, bing, bing. Naja, das lassen wir noch gerade so gelten. Ne? Also, darf ich meine ersten Eindrücke direkt formulieren? So, das sieht ein bisschen so aus, als würde ich das in einer Jugendherberge genauso serviert kriegen. Hallo. Von einer sehr liebevollen Köchin. In was für guten Jugendherbergen bist du denn unterwegs? Naja, heißt ja nicht, dass es gut aussieht. Aber da für die Zeit sieht das tatsächlich sehr gut aus. Da kann man mal, das ist ein Applaus wert. Ich brauche mal bitte einen Applaus von allen. Ein Applaus, ein. Das haben sie alle nicht verstanden. Okay. Oh. Sieht ein bisschen so aus wie diese Nuggets, die du im, die du kaufst, so aus der Tiefkühltruhe und die dann fertig machst. Gefällt mir. So, oh nee, wie die Fischstäbchen. Wo sollen wir uns hinstellen? Tick-Tack, Tick-Tack. Okay. Also wie wir hier sehen können, sehr unterschiedlich ausgearbeitet, mithilfe der Tipps, die ihr bekommen habt oder auch eben nicht. Das Originalrezept waren knusprige Avocado-Streifen mit Smash Potatoes, das habt ihr jetzt beide nicht so ganz verwirklicht, und Sweet Chili Soße. Das ist, glaube ich, auch vor allen Dingen bei dir nicht so ganz angekommen. Ja, aber sieht nett aus, sieht nett aus. Würde ich nach der Schule genauso essen. Ich würde sagen, dann machen wir einen Taste-Test jetzt mal hier, wie das Ganze so schmeckt und ob das im Original näher kommen kann. Ich gebe dir mal dein Ding wieder. Oder du hältst mir das jetzt einfach hin. Ich kann dir das auch halten. Ja. So, mit wem wollen wir anfangen? Fangen wir mit der schnelleren Person an. Beziehungsweise, ja, die Kartoffeln sehen gut durch aus, haben eine schöne Röst. Okay, wir lassen das. Wir wollen das nicht so bewerten, wir müssen die einzeln... Ich wollte jetzt nicht so ein Mukbang machen. Mhm. 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 Da fehlt ein bisschen Salz. Aber es ist ansonsten in Ordnung. Darf man so machen? Oh, da hast du scheiße gesalzt. Sorry. Also sie sind an einigen Stellen sehr salzig, an anderen wiederum nicht. Gesamtkonzept in Ordnung. Wäre so eine 3,5 für mich. Doch, ich gebe dir ein Bienchen. Ich sag dir, von der Skala von 1 bis 5, beziehungsweise 0 bis 5, würde ich dem Ganzen so eine 4,2 geben. So, da ist so dieser kleine i-Tüpfelchen, der fehlt noch so Richtung, dass mir das sehr, sehr gut gefallen hat. Magst du mir das noch weiterhalten? Weil ist das ein bisschen schwierig. Bewertet ihr eigentlich auch immer nur eher? Bei der Ben. Hi, ihr habt jetzt damit gerechnet, dass die Mehrheitsbewertung kommt. Die existiert leider irgendwie nicht mehr. Dafür müssen wir uns entschuldigen. Ich kann euch sagen, die erste Folge Mein Buff, die kann... hätte Fabio gewonnen. Glückwunsch an der Stelle. Ich hoffe, euch hat die erste Folge Mein Buff, die kann sehr gefallen. Wir möchten uns mit der ersten Folge Mein Buff, die kann aber auch schon von Merle und Fabio verabschieden. Deren Jahr ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein cooles Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ein wirklich erfahrungsreiches Jahr. Wir bedanken uns als Schule vor allem bei euch, Merle und Fabio, und sind bereit für die nächsten Buffdies und damit die nächsten Challenges. Also bis dahin, das war's mit Melanchthon Media. Mein Buff, die kann, die erste Folge. Wir sehen uns mit vielen neuen Überraschungen im neuen Schuljahr. Seid dabei.